Die folgende Reportage wurde aus dem Material der ersten Drehtage für den Dokumentarfilm »Krank geimpft und totgeschwiegen« erstellt. Dieser Dokumentarfilm soll über Spenden finanziert werden. Wie Sie die Produktion des Films unterstützen können, erfahren Sie am Ende dieser Reportage. Der Student André Winkler wurde vom Familienvater wieder zum Single. Angeordnet wurde dies vom Familiengericht. Der Grund: Sein kleiner Sohn Leon war kurz nach einer 8-fachen Impfung so krank geworden, dass die Symptome von Ärzten als schwere Misshandlung seitens des Vaters interpretiert wurden. Und das, obwohl schwere Reaktionen auf Impfungen leider nicht selten vorkommen. Total rot angelaufen im Gesicht. Das war wirklich auch ein sehr helles Schreien, also sehr, sehr, sehr hohes Schreien, sehr intensives, wirklich als ob er richtig Schmerzen hätte. Und dann ist er in die Starre verfallen, in der er sich dann überhaupt nicht bewegt hatte, war steif wie ein Brett. Die Röte ist gewichen aus seinem Gesicht und er ist ganz bleich geworden. Und während er das dann hatte, diese Starre, die ungefähr eine Minute dauerte, ist er dann mit der Zeit auch etwas bläulich im Gesicht angelaufen. Und dann ist er aus dieser Starre heraus nach einer Minute circa in sich zusammengebrochen und war total ganz schwach und hat eben kaum geatmet. Und dann habe ich ihn hingelegt aufs Sofa und habe ihm dann eine Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben, weil er wirklich ganz schwach geatmet hatte. André rief sofort den Arzt an, der Leon geimpft hatte, und schilderte ihm die Lage. Doch der Arzt verkannte den Ernst der Lage, bestellte ihn mit seinem schwerkranken Kind zuerst in die Praxis, anstatt direkt einen Krankenwagen zu ordern. Die Sprechstundenhilfe wollte uns dann erstmal ins Wartezimmer verweisen und dann habe ich der Sprechstundenhilfe aber gesagt, schauen Sie sich mal den Kleinen an, ich glaube, der macht es nicht mehr lange, wenn er nicht sofort was getan wird. Und die Sprechstundenhilfe hat den kleinen Mann angeschaut und hat dann gemerkt, okay, das ist eine krasse Sache und ist dann zum Hausarzt rein zu einer Besprechung und hat ihn hervorgeholt und der Hausarzt hat dann sich Leon gleich angeschaut und hat dann mehrere, da war das erste Mal, wo erst blaue Flecke auch zur Erscheinung getreten sind an mehreren Stellen von Leons Körper und der Arzt hat dann gleich den Rettungswagen gerufen, weil er gemerkt hat, ja okay, Leon muss auf jeden Fall auf Station. Das allererste, was dann gemacht wurde, ist, dass ihm Sauerstoff zugeführt worden ist, weil der Sauerstoffwert unter dem Normalwert lag und dann wurde Leon angezogen und wir sind mit dem Krankenwagen gleich in das Dr. Haunische Kinderspital gefahren. Im Krankenhaus kam dann schnell der Verdacht auf, es handele sich um einen Fall von Kindesmisshandlung. Dabei können Leons Symptome, die blauen Flecken und die Verletzung des Gehirns nicht nur von einer Misshandlung stammen. Die könnten auf zwei gleichzeitige schwere Nebenwirkungen der verwendeten Impfstoffe zurückzuführen sein. Nämlich zum einen eine Autoimmunreaktion und zwar gegen die eigenen Blutplättchen, die für die Blutgerinnung zuständig sind, und gleichzeitig eine schwere Schädigung des Gehirns. Die Blutgerinnungsstörung, die auch vorübergehend hätte sein können, löst dann diese schweren Hämatome aus, diese blauen Flecken, die bei Leon gefunden wurden. Und gleichzeitig durch diese massive Anschwellung des Gehirns entstehen dann Blutungen im Gehirn und im Augenhintergrund, die wiederum als Zeichen der Kindesmisshandlung interpretiert wurden, aber eben auch noch durch diese Impfnebenwirkungen verursacht worden hätten sein können. Impfkritiker wie Angelika Müller erklären das schrille Schreien, das viele Eltern nach Impfungen verunsichert, nach Recherchen in wissenschaftlichen Arbeiten so. Da Babys noch keine Bluthirnschranke hätten, könnten die Chemikalien aus den Impfstoffen ungehindert ins Gehirn eindringen und verursachten dort Schwellungen und Entzündungen, die extrem schmerzhaft sind. Das schrille Schreien wird in der Literatur auch als Hirnschrei bezeichnet.
Das ist ganz offensichtlich eine schwere Störung im Nervensystem, im Gehirn der Kinder vorhanden, wenn die so schrill schreien. Es wird von den Eltern auch als sehr dramatisch und schrill empfunden, das Schreien. Also aufmerksame Eltern wissen auch sofort, da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind. Und es bestehen viele Vermutungen und auch viele Nebenwirkungsmeldungen, dass Kinder nach diesen verabreichten Impfstoffen, die bei Leon auch verwendet wurden, dass die Kinder eben schwere Hirnschwellungen, sogenannte Hirnödeme, aufweisen oder auch andere schwere Zwischenfälle im Gehirn und im Nervensystem nach der Impfung vorliegen. Der Grund für die Gifte in den Impfstoffen, die nur dann auf dem Beipackzettel stehen müssen, wenn sie nach der Herstellung zugefügt werden. Ohne Stoffe wie zum Beispiel Aluminiumverbindungen sieht das Immunsystem überhaupt keinen Anlass, auf die künstlich zusammengeköchelten Mikroben irgendeine messbare Reaktion zu zeigen. Deswegen wird mit dem Aluminium das Immunsystem in eine Art Alarmbereitschaft versetzt. Tragisch daran ist nur, dass unser Immunsystem mit Aluminium überhaupt nicht umgehen kann. Das ist entwicklungsgeschichtlich nie vorgekommen in der Nahrungskette. Und deswegen reagiert das Immunsystem wie gewünscht von den Herstellern mit Alarmstufe Dunkelrot. Und es gibt mittlerweile etliche neue Forschungsergebnisse, die belegen, dass durch dieses Aluminium, was da so schon sehr kleinen Babys injiziert wird, schwere Allergien bzw. sogar Allergien gegen körpereigene Bestandteile provoziert werden, sogenannte Autoimmunreaktionen. Alle diese beweisbaren Tatsachen halfen André Winkler nicht. Für Ärzte, Polizei, Jugendamt und Familiengericht war er ein Gewalttäter. Das Jugendamt steckte den kleinen Leon ins Heim. Die Mutter bekam ihr Kind nur zurück, weil sie der gerichtlichen Forderung nachgab, André zu verlassen. Wegen dieser Vorkommnisse stand die Mutter für unsere Reportage leider nicht zur Verfügung. Das Gericht schlug André einen Deal vor, doch den wollte er nicht annehmen. Der Richter hatte vorgeschlagen, dass ich ja eine Aussage machen soll, dass ich den Kleinen geschlagen habe, also quasi alles zugeben, sozusagen, und ich dann nur eine Bewährungsstrafe befürchten muss. Und dass ich ansonsten, wenn ich das wohl nicht machen würde, damit rechnen muss, dass, wenn es schlecht für mich ausgeht und die Staatsanwältin ihre Anklage durchbringt, mir 4 Jahre Haft circa erwarten. Warum sind Sie darauf nicht eingegangen? Weil es einfach nicht stimmt. Weil ich erstens mal nicht etwas zugeben möchte, was nicht passiert ist. Weil ich meinem Sohn, ich könnte dem nie in die Augen schauen, wenn ich ihm das alles erzählen würde. Und er wüsste wahrscheinlich selber nicht, was er glauben sollte, wenn er das hört. Seit einem Jahr ist die Familie nun schon von Amts wegen auseinandergerissen. Seitens des Amtsgerichts München besteht sogar ein Kontaktverbot. Doch Mutter und Vater wurden gegenüber dem amtlichen Gutachter misstrauisch. Sie erinnerten sich, dass Leon auch seine erste Impfung schon sehr schlecht vertragen hatte, recherchierten im Internet. André nahm schließlich Kontakt zu Angelika Müller auf. Bei bis zu 10-15% der Kinder treten Nebenwirkungen auf, die verdeutlichen, dass die Kinder die Impfungen sehr schlecht vertragen, zum Beispiel außergewöhnliches Schreien, sehr anhaltend oder sehr schrill. Das ist bei Leon auch passiert, und zwar bereits nach der ersten Impfung. Und es steht in den Beipackzetteln, dass, wenn Nebenwirkungen auftreten, nicht weiter geimpft werden darf. Also Leon hätte die zweite Impfung überhaupt nicht erhalten dürfen, wenn der impfende Kinderarzt sich an die Regeln im Beipackzettel gehalten hätte. Doch André steht vor einem ganz anderen Problem. Das Krankenhaus hatte wichtige Blutuntersuchungen, die die Hypothese von der Kindesmisshandlung hätten widerlegen können, einfach nicht gemacht. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es auch nichts Gutes über den bestellten Gutachter, den Rechtsmediziner Professor Graf, zu berichten. Nicht nur, dass der die Blutuntersuchungen ebenfalls nicht hatte vornehmen lassen. Bei dem Gutachten fällt von Anfang an auf, dass die Neutralität der Gutachter fehlt. Es wird von Anfang an massiv versucht, alle Indizien zu deuten,
in die Richtung, dass der Vater das Kind schwer misshandelt hat. Außerdem fällt auf beim Durchlesen des Gutachtens, beim aufmerksamen Durchlesen, dass gemutmaßt wird, dass der Vater als Linkshänder seinen Sohn sehr schwer auf die rechte Wange geschlagen hat. Dazu passt allerdings überhaupt nicht, dass sämtliche Hirnschäden auf der linken Seite entstanden sind. Eine einfache Recherche im Internet hat ergeben, dass bei einer so kräftigen Ohrfeige die Symptome im Gehirn hätten auf der rechten Seite und eben nicht links vorliegen müssen. Der Fall des kleinen Leon. Schlamperei und Gefälligkeitsgutachten als Verbeugung vor dem sogenannten Impfgedanken. Doch solange gutachterlich nicht sauber gearbeitet wird, kann vor Gericht kein faires Urteil gesprochen werden. Natürlich können auch wir, kann auch ich, nicht in die Familie hineinsehen, was dort wirklich geschehen ist. Das wissen nur die Beteiligten selber. Jedoch fällt auf, dass jegliche Untersuchungen und Neutralität vermisst wird, dass ganz sorgfältig in Richtung Impfschaden auch ermittelt wurde. Es handelt sich aus meiner Sicht um ein Gefälligkeitsgutachten mit einer sehr starken Tendenz, den Vater vorzuverurteilen, schon vor der eigentlichen Gerichtsverhandlung. Die Tragik aus unserer Sicht als Elterninitiative liegt darin, dass sowas häufiger vorkommt. Also das Internet ist international voll mit ähnlichen Schilderungen. Google bringt mehrere 10.000 Treffer von Eltern, die das gleiche Schicksal erleiden, nämlich zu Unrecht verdächtigt zu werden, ihr Kind misshandelt zu haben, obwohl sie fest davon überzeugt sind, dass es ein schwerer Impfschaden vorliegt. Und wenn das Schule macht, und es macht leider Gottes im ganz großen Stil, macht es Schule, dann müssten die Beipackzettel der Impfstoffe erweitert werden um die Nebenwirkung Gefängnis. Impfstoffhersteller sind nur ihren Aktionären verpflichtet. Das heißt, so viel wie möglich impfen zu lassen und alles zu tun, um die unerwünschten Tatsachen, um die bekannten Nebenwirkungen mit allen Mitteln zu unterdrücken. Die Frage, wie es sein kann, dass Impfstoffe überhaupt zugelassen werden, zeigt in aller Deutlichkeit, dass die Impfstoffhersteller genau wissen, was sie tun. Kinder wie Leon, die Impfungen schlecht vertragen, werden von Zulassungsstudien von vornherein ausgeschlossen, damit am Ende Ergebnisse erzielt werden, mit denen sich die Umsätze steigern lassen. Wenn Sie André helfen möchten, seinen Anwalt bezahlen zu können, damit die Familie wieder zusammenleben darf und uns so helfen, einen Präzedenzfall zu schaffen, wenn Sie weitere Reportagen zu diesem Thema unterstützen möchten und die Produktion des großen Dokumentarfilms Krankgeimpft und Totgeschwiegen ermöglichen wollen, dann spenden Sie bitte etwas Geld. Spender ab 40 Euro werden im Nachspann des Films namentlich genannt und erhalten ein Exemplar der DVD. Und bitte reichen Sie den Link zu dieser Reportage an möglichst viele Empfänger weiter. Mehr Informationen über den Film Krankgeimpft und Totgeschwiegen, über das Gesamtprojekt und wie Sie spenden können, finden Sie unter www.impfentscheid.eu.